Ja, hi, Ingo hier. Und zwar geht es in dem heutigen Video wieder um ein Shopping-Video. Wir waren nochmal in Hamburg und da sind ja einige Plattenläden, die ich noch nicht gesehen habe, beziehungsweise die ich auf meiner Liste habe. Und den wir heute besucht haben oder an dem Tag besucht haben, das ist die Plattenrille am Grindelhof. Kurz was zu dem Laden. Das ist ein sehr großer Laden eigentlich. Es liegt ein bisschen abseits im Hinterhof. Aber top sortiertes Angebot von preisgünstig 3 Euro bis normalpreisig oder etwas teurer für gesuchte Platten bis 50 Euro. Aber völlig gerechtfertigt. Das Angebot ist weit gefächert. Es streckt sich von Jazz, Blues, Pop, Rock, extrem viel Klassik auch. Und die Platten befinden sich in einem guten bis sehr guten Zustand teilweise. Ist auch alles ausgeschildert, in welchem Zustand sich die Preise befinden, die Platten befinden, Entschuldigung, was ich sehr gut finde. So ist man gleich davon in Kenntnis gesetzt, ob da Schrammen sind, Kratzer sind, ob sich der Preis denn rechtfertigt und ob man das dann bezahlen will oder die Platte wieder hinstellt. Also das finde ich gut. Ja, wir haben, bevor ich die Platten zeige, wir haben wieder ein kleines Video von dem Laden gedreht und das möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß bei dem Video. Spirit, da brauche ich auch eine Platte von. Spirit, da brauche ich auch eine Platte von. Ja, ich bin wieder hier und ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen, die wir euch hochgeladen haben. Und jetzt wollen wir auch nicht lange mehr drumherum reden, denn fangen wir mit der ersten Platte an, die ich dort gekauft habe. Und zwar ist das von Spooky Twos, die Spooky 2. Ja, zu der Band müsste ich eigentlich oder brauche ich eigentlich nicht so viel mehr zu sagen. Die ist eigentlich relativ bekannt. Ist eine Bluesband aus Großbritannien. Vor kurzem ist ja der Mitbegründer Gary White gestorben, was sehr schade ist. Das ist hier das zweite Album von 1969. Das kommt hier in so einem klassischen Gatefold. Die Platte ist schwarz, zeige ich jetzt nicht. Hier auf der Rückseite ist dann nochmal die Band zu sehen. Ja, was soll man zu der Band sagen oder zu der Platte? Für mich die beste Platte von Spooky Twos, meine Lieblingsplatte auch. Und ich finde allgemein von allen anderen Platten von Spooky Twos ist das auch die, meiner Meinung nach, die beste. Hier haben wir klassischen Bluesrock, also so wie ich ihn mag. Die Musik ist roh und authentisch. Und ja, wie gesagt, klasse Album, top Zustand die Platte. Habe ich 16 Euro für bezahlt. Kommt hier auf Island Records, ist eine schwarze Platte, ein schwarzes Vinyl und da ist sogar noch das Original Inner Sleeve bei gewesen. Wirklich in Top-Zustand, super Platte. Spooky Twos. Spooky Twos, ja.
Die zwei. Ah ja, okay. Die zweite Platte, die ich dort mitgenommen habe, und zwar, das hatte einen besonderen Grund, weil ich da schon etwas einiges drüber gelesen habe, und zwar ist das von Leonard Cohen, Dead of a Ladies Man. Das ist ja, Leonard Cohen ist ja bekannt, das war ja, ich sag mal war, der ist ja 2016 verstorben. Singer, Songwriter, Schriftsteller, Dichter und Maler, also ziemlich künstlerisch begabt. Das ist hier das fünfte Album von 1977, das kommt im Gatefold mit Texten und zwei Bildern, einmal von ihm und einmal von dem Produzenten der Platte. Und da wir jetzt beim Produzenten sind, da gab es heftig Streit, als die Platte aufgenommen wurde. Und ja, der Produzent Phil Spector, der wollte einen anderen Weg gehen als Leonard Cohen. Und das gab es natürlich großen Streit. Ja, angeblich oder so wie es ist, soll das sein stärkstes Album sein und auch das umstrittenste, weil in den Liedern oder in den Texten geht es nur um Liebe und Sexualität. Und Cohen selber bezeichnet sich auf diesem Album als Ladykiller oder Frauenheld, wie man so sagt. Und der andere Unterschied zu seinen anderen Alben bis zu dem Zeitpunkt war, als Singer-Songwriter war er nun bekannt und ist ja auch bekannt, so was Singer-Songwriter für Musik machen. Und hier kommen halt viel so schon, das Album geht in Jazz und Rock und Funk ist hier mit drin. Also das war total zu der Zeit oder von Leonard Cohen total aus seinem Metier, will ich jetzt mal so sagen. Und die typischen Cohen-Fans waren nicht begeistert von dem Album, aber wie gesagt, es gibt halt jeder hat halt einen anderen Geschmack. Ich finde das Album ganz gut. So jetzt gerade, weil das nicht so ein Schmalzi-Album ist, sondern halt die Musik doch schon kontrovers und eine andere Richtung einschlägt. Also deshalb kommt auf schwarzen Vinyl. Und preislich lag die Platte bei 12 Euro. Also noch im Rahmen und vom Zustand ist sie eigentlich sehr gut erhalten. Das Cover hat leichte Abreibungen an den Ecken, aber sonst die LP, das Vinyl selber ist in klasse Zustand. Ja, das zu Leonard Cohen. Die nächste Platte, die ich dort gefunden habe, das sind die Sons of Shambling. Losing Up Naturality, das ist wieder ein typisches Album für mich. Das ist eine kalifornische Band, 1967 gegründet. Und die Band, das war so eine typische Live-Band, so im Vergleich zu Grateful Dead. Die haben überwiegend live gespielt, so mit den üblichen Verdächtigen, so Quicksilver und Jefferson Airplane und wie die Bands damals aus der Zeit in San Francisco alle hießen. Hier ist noch zu vermerken, die Platte ist, wie gesagt, von 1969. Und was hier auf der Platte schön auffällt, ist der Gesang von dem Leadsänger und Gründer Bill Champlin. Und die Musik, die ist so eine Mischung aus Blues, Psychedelic, Rock und Jazz. Also das ist schon auch was Besonderes. Kommt als Doppel-LP hier so, in so schön im Gatefold. Hat schon ein paar Abreibungen. Ja, das Cover ist nicht mehr das Beste. Und da ich diese Platte unbedingt wollte, war nicht günstig, da habe ich 35 Euro für bezahlt, wo mancher sagt, oh, das wäre mir zu teuer, aber ich wollte die unbedingt haben, weil die fehlt mir eigentlich noch in der Sammlung und deshalb habe ich die mitgenommen. Ja, das zu der Platte. Loosen Up Naturally. Ja. So, die nächste Band oder die nächste Platte, die ich zeigen will, das ist eine Platte von... wie soll ich das jetzt erklären? Erstmal von Moby Grape und die Platte heißt Grape Jam. Und zwar ist das folgendes Ding, die Platte ist von 1968 und die gab es eigentlich nicht alleine zu kaufen. Die war in der zweiten, es gab eine Platte, die heißt Wow. Die kam 1968 raus und dort war die Platte beigelegt, sozusagen wie ein Doppelalbum. Nur, dass die nicht miteinander verbunden waren und hatten zwei verschiedene Cover. So, und diese Platte war einfach damit beigelegt. Man musste dann halt, wenn man die nicht einzeln wollte, die Wow, musste man, keine Ahnung, $1 oder $2 extra bezahlen. Die waren dann in so einer Plastiktüte eingeschweißt und bekam dann diese Platte mit. Ja, das sind hier so, auf dieser Platte sind dann so halb improvisierte
fünf Stücke von fünf Musikern und die beiden bekanntesten, die hier mitgemacht haben, ist Al Kooper und Mike Bloomfield. Die kennt wahrscheinlich auch der eine oder der andere. Und wir haben hier so einen Mix aus Blues und Psychedelic. Und ja, das Fazit so, für mich ist das von der Platte, wenn man diese Musik hier auf dem Album hört, das spielen fünf Musiker, die sind sehr talentiert, das auf jeden Fall. Aber das ist so ein bisschen, kommt mir so ein bisschen ziellos vor. Da ist irgendwo, das hätte wahrscheinlich fünf Platten in dieser Box sein können und das wäre dann immer noch nicht zu Ende gewesen. Also so hört sich der Sound an. Ist natürlich ein interessanter Sound für mich, weil es Blues und Psychedelic Rock ist, aber das zu der Platte hier Grape Jam von Moby Grape. Und die Platte selber, ja, ist schwarzes Vinyl, ganz normal bei Columbia. Und dafür habe ich bezahlt, die war auch gar nicht, ich glaube 16 Euro, muss ich mal gucken, ob da was drin steht. Ja, 16 Euro habe ich dafür bezahlt. So, die nächste Platte, die ich habe, wir bleiben in der Region von San Francisco. Und zwar ist das Janis Joplin mit Pearl. Und ja, das ist ihr zweites Album, Studioalbum von 1971 und wer Janis Joplin kennt oder die Alben von ihr, die Musik kennt, der weiß ja, wie sie war, sie ist ja nun länger tot. Und sie gilt als der erste weibliche Rockstar in der Geschichte. So, das erstmal dazu. Und dieses Album wurde veröffentlicht 3 Monate nach ihrem Tod von Columbia Records. Ja, und die Musik, die da drauf ist, das ist ja so eine Mischung. Ja, aus Blues und Bluesrock, würde ich mal sagen. Hardrock ist vielleicht zu viel gesagt schon. So hart war es dann auch wieder nicht. Ihre Stimme ist ja schön. Hier sind Lieder drauf wie Me and Bobby McGee, ist ja bekannt von Kris Kristofferson. Und dann Mercedes-Benz, das kennt ja auch, glaube ich, fast jeder. Cry Baby ist eigentlich noch bekannt. Also eigentlich sind die Musikstücke von ihr eigentlich alle so bekannt, weil die werden ja auch ab und zu im Fernsehen oder im Radio in irgendwelchen Filmen oder bei bestimmten Radiosendern gespielt. Ja, was kann man noch sagen? Das Album hat sich 4 Millionen Mal verkauft und bekam im Jahre 2000 den vierfachen Platinstatus zertifiziert. Ja, dafür habe ich 12 Euro bezahlt. Das Cover ist eigentlich in tadellosem Zustand und genauso sieht die Platte aus, kommt auf schwarzen Vinyl bei CBS und ja, super Platte, schöne Musik, guter Griff. So, die nächste Platte, die ich habe, das ist noch wieder was ganz anderes. Und zwar sind wir jetzt bei Randy Newman, Sail Away. Ja, das ist ja Randy Newman, der eine oder andere kennt ihn auch. Der ist ja auch Singer-Songwriter, Pianist, Komponist und ist 1943 in Los Angeles geboren. Mehrfacher Oscar- und Grammy-Preisträger und dieses Album, was ich hier habe, das ist das Album von 1972 und mit dem Album Good Old Boys von 1974 sind das eigentlich so die bekanntesten Alben von ihm oder auch, sage ich mal jetzt so, sein Höhepunkt, den er denn erreicht hat oder zu dem Zeitpunkt hatte. Und in seinen Liedern, er kritisiert viel so die Schattenseiten der USA zwecks diesem amerikanischen Traum. Also er guckt in seinen Liedern immer in den Hintergrund, was passiert zurzeit geschichtlich in Amerika und kommentiert das dann in seinen Liedern oder in seinen Texten. Die Musik ist teilweise Blues- und Rock-orientiert, aber auch, wir haben auch ausgefeilte klassische Orchesterarrangements so da drin, wie auf diesem Album hier. Hier ist schön mit Klavier alles unterlegt und Orchester, also es hört sich gut, kann man schön hören. Mal abends so, beim Glas Wein oder so, kann man eben zuhören. Und ja, soll man sonst da noch zu sagen? Ja, denn was noch gibt, ist, die Musik ist sehr Soundtrack-orientiert, weil er hat auch viel Soundtrack-Arbeit gemacht in Hollywood in den 70er Jahren und das hört man hier auch so ein bisschen raus. Wer Soundtracks hat zu Hause oder sammelt oder wie auch immer, der wird das dann merken,
wenn er die in der Musik sich reinhört. Für dieses Album habe ich auch 12 Euro bezahlt und ja, die Platte hat zwar hier ein paar Abschürfungen schon und ein paar ist leicht abgeschabt, aber sonst das Vinyl in tadellosem Zustand. Ja, die nächste Platte, die ich habe gefunden dort, ist nochmal die Band Moby Grape mit Great Grape heißt das Album. Und das ist hier ein Compilation-Album von den ersten drei Alben. Und ja, das Ding, warum Columbia dieses Album gemacht hat, ist allein aus Verdienst, ja, man wollte Kapital aus der Band schlagen, weil man merkte, dass die sehr erfolgreich ist. Und für mich ist dieses Album interessant, weil ich nicht alles von Moby Grape habe, besonders nicht das erste Album. Und ja, darum habe ich gedacht, dann nimmst du das mal mit. Außerdem sieht das Cover sehr schön aus, muss ich dazu sagen. Und wie gesagt, ist schöner Psychedelic bis Bluesrock, so eine Mischung. Also ganz klasse Album. Mir gefällt die Musik. Habe ich bezahlt, muss ich mal reingucken, 20 Euro. Ja, die Platte selber in tadellosem Zustand. Ich habe die Hülle leider noch nicht getauscht. Aber wie gesagt, das zu Moby Grape. So, das nächste Album, was ich habe, das sind die The Fox. Und zwar Alive at Fillmore East. Und zwar zu dieser Band gibt es zu sagen, die haben sich 1964 in New York gefunden. Und das Album haben sie hier 68 gemacht. Meine Kopie ist von 70. Ist eine deutsche Pressung. Ja, das ist, um The Fox so ein bisschen zu erläutern, das ist so ein Psychedelic Rock mit Comedy und satirischen Einfluss. Also die Texte bei dieser Band sind sehr delikat und anstößig, wenn man sich damit beschäftigt. Da geht es um das Ganze, ja, wie soll ich das sagen, um eben anstößige Sachen. Ich will jetzt hier gar nichts im Video sagen, weil das ist halt unter der Gürtellinie, um das mal zu sagen, aber auch in negativen Sinne jetzt mal so. Nicht alles nur verschönt, sondern ganz schön heftig. Muss man mal reinhören, also mir gefällt letztendlich die Musik gut und das Cover hat mir auch gefallen. Ja, dafür habe ich 10 Euro bezahlt. Ja, die Cover ist in gutem Zustand. Muss ich erstmal gucken, wo ich die Platte habe. Ich glaube, die Platte war auch in gutem Zustand, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ah ja, hier ist die Platte. Kommt hier auf Reprise Record. Schwarzes Vinyl. Ist auch in sehr gutem Zustand. Und für 10 Euro dachte ich, ach, nimm mal mit. So, die nächste Band. Davon habe ich auch 2 Platten dort gefunden. Die erste Platte ist Captain Beefheart and the Magic Band. Das ist das zweite Album von 1968. Strictly Personal heißt das. Und das gibt es jetzt, das ist nicht die Originalversion, die gibt es denn so, da sieht das Cover dann aus wie das Paket in kompletter Größe und ist in so einer Papptüte verpackt. Also habe ich im Internet gesehen. In einem anderen Video aus Amerika sieht tipptopp aus. Ja, hier Captain Beefheart, der ist ja US-Autor, Maler und Sänger von experimenteller Rock- und Bluesmusik, sage ich jetzt mal so, in Verbindung. Und das ist hier auf dem Album so ein Mix aus Psychedelic Rock und Bluesrock. Und hier gibt es gibt es noch eine andere Version, das wurde immer wieder neu aufgenommen und die Lieder, die jetzt auf dieser Platte hier sind, auf dieser Version, das sind aus Sessions von 1967 und ja, hier kommt dann noch dazu bei diesem Album, hier ist so ein bisschen Hall mit eingeflossen in der Musik, was auch für Ärger in der Band gesorgt hatte, weil dieser Captain Beefheart wollte das nicht, das kam auch von den Produzenten. Und gab dann widersprüchliche Aussagen. Der eine hat gesagt, ja, ich will das, denn dann nein. Und so ging das so hin und her. Und ja, deshalb, dann wurde das Album nochmal wieder aufgenommen mit anderen Stücken oder es wurde geändert. Und wie gesagt, ich habe hier dann eine Nachpressung von
Keine Ahnung, sehe ich hier gar nicht, von wann diese ab. Naja, ist ja auch egal letztendlich. Aber wie gesagt, die Musik entspricht genau der Musik, die ich, wie ich es mag. Hat mich gekostet 22 Euro. Cover ist im guten Zustand noch und die Platte sowieso in tadellosem Zustand. Ja, kommt hier auf Virgin Records. Ja, und die zweite von Captain Beefheart and the Magic Band ist Shiny Beast. Das ist das 10. Studioalbum, ist von 78. Und hier haben wir auch einen Mix aus experimenteller Rockmusik, Prog-Rock und Blues-Rock. Und das war so ein bisschen, durch dieses Album wurde er dann auch ein bisschen bekannter, der Captain Beefheart. Mit Owned Alex heißt das Stück, was da drauf ist auf der Platte. Das muss ziemlich bekannt sein. Und was noch dazu kommt, der Produzent von dem Album ist Frank Zappa. Und der ist ja nun auch sehr bekannt. Und da das Ärger gab, dass der Zappa nicht die Genehmigung hatte, eigentlich hier den Captain Beefheart zu produzieren, musste das Album 1978 neu eingespielt werden, ohne Frank Zappa. Aber als diese Version hier aufgenommen wurde, da waren schon einige Lieder ins Studio gegangen und deshalb kam das Album trotzdem raus. Also ist schon interessante Musik. Ist nicht ganz so experimentell wie Frank Zappa. Wer den kennt, der weiß ja, was das für teilweise manchmal anstrengende Musik ist und dass man die nicht unbedingt hören kann oder manche Alben gar nicht. Aber das ist auch Geschmackssache. Und hier finde ich bei Captain Beefheart ist das ein bisschen weicher oder abgeschwächter. Ich habe zwar auch nicht viel Alben von Captain Beefheart, ich glaube, ich habe 3 Stück, aber die ich so habe, da ist die Musik so, wie gesagt, experimenteller Bluesrock, Progrock, also das ist doch schon noch hörbar, ja, dass man da nicht die Nerven verliert oder die Platte ausmacht. Die Platte hat mich gekostet, muss ich mal gucken. Ich glaube, das kann man hier sehen. 22 Euro. Ist tadellos im Zustand. Sogar noch hier der Schrink ist darum. Und die LP selber ist auch in tadellosem Zustand. Kommt auf schwarzen Vinyl, auf Sunset. Ja, so die letzte Platte, die ich gefunden habe. Das ist wieder so eine Nostalgieplatte, würde ich jetzt mal fast sagen, die ich mitgenommen habe, und zwar ist das Look at Us, Sonny und Cher. Das ist auch so, ja, so Nostalgie, so wie bei Nancy Sinatra, die ich vorgestellt habe im anderen Video. Und ja, Sonny und Cher, kleine Einleitung dazu. Die waren zusammen von 64 bis 77 aktiv als Duo, waren auch verheiratet zu dem Zeitpunkt, weiß aber nicht, wann die geschieden wurden oder so. Die haben bis heute 80 Millionen Platten verkauft. Ich denke mal, das ist eine ganze Menge. Das heißt, die waren in Amerika, schätze ich mal, ziemlich erfolgreich. Ja, das bekannteste Lied ist natürlich I Got You Babe, ist hier drauf. Daher kam der ganze Hype. Die haben diese Single gemacht und die war natürlich in Amerika, in Großbritannien und Deutschland überall erfolgreich. 1965, als dieses Album hier rauskam, das Debütalbum, kam bei ATCO raus. Und ja, dadurch hat der Sonny, der war auch ziemlich geschäftstüchtig, der hat dann gleich Lieder noch aufgenommen mit Cher zusammen, die ja nun bekannt ist durch Film und Fernsehen und auch durch ihre Musik. Sie hat ja dann weitergemacht, war ja auch sehr erfolgreich oder ist sogar noch erfolgreich, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und was es noch zu erwähnen gibt, das 4. Lied auf der ersten Seite, Sing Cella V, wurde auch von Agneta Fältskog in Schwedisch kopiert oder übersetzt und realisiert. Und damit war sie denn erfolgreich. Die Dame ist ja bekannt von ABBA. Und ja, das zum Thema hier. Sonny und Cher, Platte ist in tadellosem Zustand, ist eine Erstpressung in Mono, war ich auch überrascht, gab es für 10 Euro, habe ich gedacht, die nimmst du mit, ist sogar noch auch in so einer, keine Ahnung, kann man gar nicht sehen, in so einer Folie, das kann man schlecht sehen, aber es ist in tadellosem Zustand, bisschen an den Ecken abgeschrappelt, ja, und die Platte auch, ich sag mal, knister- und knackerfrei.
wie gesagt, auf Atco, Metronom, super Platte, also tadellos. Ja, 10 Euro, da hatte ich schon gesagt, 10 Euro habe ich dafür bezahlt, klasse Platte. Ja, das zu meine Platten, die ich in Hamburg in der Plattenrille gekauft habe. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.